Freunde, der Patch hat Folgendes bewirkt. Er hat nicht an sich Lengthy schlechter gemacht oder Explosive krasser. Das ist nicht so die Formulierung. Das Ding ist, dass EA einen Dribbling-Bug gefixt hat, wodurch Spieler mit Ball jetzt schneller dribbeln und dementsprechend schneller sein sollten. Allerdings sind jetzt auch Spieler mit schlechten Dribbling-Stats ohne Ball langsamer. Und in der Regel sind die ganzen Lengthy-Spieler davon oder viele Lengthy-Spieler davon betroffen, weil sie halt die schlechtesten Dribbling-Stats haben. Da gehören ja auch die meisten Innenverteidiger zu, weswegen sich jetzt teilweise Innenverteidiger langsamer anfühlen als vorher. Und die besten Dribbling-Stats haben ja normalerweise die Explosive-Spieler. Warum jetzt die ganze Zeit gesagt wird, Explosive ist Meta? Und das ist halt das Wichtige. Guckt, dass eure Spieler einen guten Dribbling-Wert haben, gut Tempo, und dann sollte es klar gehen. Das ist so das Wichtige, was man jetzt halt nach dem Patch beachten muss. Ja! Ach du Scheiße! Ich bleib bei Roulette. Komm. Bitte, 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 tu nicht England oder so. Ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Tore! Golo, golo, golo! Golo, golo! Golo, golo! Tore! Ja, ja! Ja, 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 ja! Yes! Ja, ja! Und er hat Ball mit dem Torwart. Es ist vorbei, es ist vorbei, es ist vorbei, es ist vorbei. Ich kann das nicht fassen gerade. Neue Eckball-Variante. Tutorial kommt, Freunde. Let's go. Nunes mit Glatze, Silvester. Guckt ihn euch an! Nunes mit Glatze! Ich kann niemals Pinola haben. Niemals. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hä? What? What? Nächstes Spiel. Irgendwie pumpt mein Herz schneller, ich weiß nicht wieso. Irgendwie. Fuck, Digga, die Räder hat's zerlegt. Rot, schmeiß ihn runter. Schmeiß. Oh, Walkout! Cristiano! Nein, das ist wirklich Ronaldo! Oh mein Gott, das ist wirklich Ronaldo! Das ist ja gefühlt die dritte gerade eben im Stream gewesen. Du bist gerade nur 50 Minuten live. Was macht denn Ronaldo? Och, nö! Jetzt die Ecke! Messi mit Maß!
Messi zieht ab und das Tor. Das ist der größte Dünnschiss, den ich je gesehen habe aus dem 125k-Pack. Dann leck mir die Füße. Egal, passt. Wir haben einen Bug. Der 84er war vor dem 85er. Clip! Das geht viral. So, komm schon. Jungs, bitte klippt das mal ein. Bitte klippt das mal ein. Bitte. Ohne Witz, bitte klippt das mal ein. Also, und dann, warum nimmt der Junge sein Zimmer auseinander? Warum wirft der Junge mit Stühlen in sein Zimmer? Ja, wieso? Ich habe keine Ahnung, wie die gehen. Ich weiß, wie die gehen! Sisu! Digga, was ist das für ein Schuss? Wow. Und den hat er eingewechselt, Chat, den hat er eingewechselt. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ja! Ich hab eine Idee, wir machen jetzt die beste Ecke in der Geschichte der Menschheit. Wutzange! What? Kommt der Walkout? Ah! Walkout! Ah, bitte! Mascherano? Ja, die 80 plus Packs sind kacke, wa? Cosmin, komm doch her! Wenn das Abseits gewesen wäre. Junge, was ein Torklauf von Dzeko. Ey, wie smart bin ich? Seid ehrlich, wie smart? Oh, 50k-Packs, mach ich mal jetzt auf. Ist eh nur Müll drin. Oh, Kanté! Ebrus Nano Leafs fallen runter. Bitte nicht! Nein! Da ist ein Loch in meiner Wand. Seht ihr das? Die Wand ist kaputt. Die Wand ist abgegangen. Wegen diesen scheiß Nano-Leafs. Mann. Yes. Ey, ich fick die... Sorry. Ups. Wenn du die Weekend League fertig hast.